Hallo zusammen. Wir bauen Kühlschränke. Das ist unser Business. Wir haben Batterien im Sortiment als Stromversorgung für die Kühlschränke. Wir haben Batterieladegeräte und immer wieder mal so eine einzelne Solaranlage. Und ich werde immer wieder gefragt, ja, was für eine Solaranlage brauche ich denn im Wohnmobil für einen Kühlschrank und so weiter. Und wir richten momentan einen Lagershop ein, also das heißt in unserem Lager, das ist dann öffentlich zugänglich. Da findet man auch Schnäppchen, die schon lange rumliegen. Und jetzt habe ich hier so ein Solarpanel gekriegt. Ein bisschen flexibel, ihr seht das, super Sache, direkt aus China. Und das Ding ist rund 1,20 Meter lang und hat eine Breite von 54. Die Leistung von dem Teil soll bei 130 Watt liegen. Ich habe schon gedacht, 130 Watt auf dem Panel, flexibel, ja, ist schon toll. Ich habe einen Videoclip gemacht, da habe ich das Panel direkt an die Sonne gehalten und da kam ich auf eine Leistung von 5 Ampere. Jetzt ist die Frage, ob ich einen PWM-Regler dazwischen schalte, dann dröselt das runter auf die Batteriespannung, 5 Ampere, dann kriege ich 60 Watt hin, 70 Watt, wenn ich es dann mit der Spannung ein bisschen hochrechne, aber nie auf 130, auch wenn ich einen MPPT-Regler nehme, der ja natürlich auch mehr kostet. Das ist ein Ladegerät, was nicht nur abhackt, sondern umtransformiert. Da sollte ich eigentlich mit zwei solchen Panels in Serie kommen, dass ich eine bessere Auslastung habe. Aber ich denke nicht, dass ich da auf die 100 Watt hochkomme oder vielleicht kriege ich 80 Watt raus aus dem Panel. Also meine Erfahrung hier, 5 rechtwinklig der Sonne ausgesetzt. Jetzt im Februar wird ein bisschen mehr sein. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit solchen Panels? Was bringen die effektiv? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Den Beschrieb von diesem Panel bzw. die Datenpreise packe ich euch auch unten im Beschrieb. Ja, Punkt. Mit dem Panel, wenn das 60 Watt ist, brauche ich, dass ich einen Kühlschrank durchbetreiben kann. Zwei Stück auf dem Wohnmobildach, nicht ganz optimal ausgerichtet. Zwei solche Panel kann ich einen Kühlschrank so bis 100 Liter Volumen im Sommer durchbetreiben. Ich mache euch hier einen Link über Schrebergarten. Da empfehle ich aber statt flexible Panel wirklich starre Panel mit einer Glasplatte. Die haben dann auch mehr Leistung als dieses Panel hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag.